Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Council, wo wir diesen Spielstand jetzt hier laden. Und, wow, habe ich das laut auf meinen Ohren? Moment. So, damit sie mir nicht gleich wegfliegen. Starten wir mal direkt rein ins Spiel. Wir haben die Aufgabe, beziehungsweise ich habe das letzte Mal vorgestern, glaube ich, gespielt. Deswegen bin ich noch recht gut im Bilde. Wir haben die Aufgabe, die Exegese, sprach man das so aus? Das ist ein Buch, was wir oben bei Mortimer finden, hat sie gesagt, oder? Bibel, Nägel sind auf jeden Fall auch. Amelisphäre, warte mal, ich kann auch hier die Notizen angucken. Bin ich blind? Ah, da, Gutenberg-Bibel. Mit Emma im Turmzimmer benutzt. Exegese, Geheimzimmer in der Porträtgalerie. Okay, also doch. Ah, das ist so mit dem. Stimmt, ich erinnere mich, wo der Kamin sich halt dreht, ne? Amelisphäre. Das ist das, wo ich gesagt habe, ich erinnere mich, dass wir es irgendwo klein gesehen haben. Dieses Ding, was auch in der Porträtgalerie steht. Bloß halt da in groß. Und Daten haben wir. Okay. Lass uns einfach erstmal reingehen. Da wir hier jetzt ja bei der Porträtgalerie sind, das Ding da, glaube ich, ist eine Amelisphäre, oder? Kann ich sie angucken? Right. It's definitely an armillary sphere, but I have to find one that I can take with me. Otherwise I risk drawing too much attention to my comings and goings. Where can I find a smaller one? Okay, das kriegen wir bestimmt irgendwie raus, wie wir die Kleine finden. Und ich würde glatt behaupten, was ist das? War da mal eine Blume drin? Dass wir das schon gesehen haben irgendwo. Und dass ich da auch gesagt habe, also zum einen ist es bei Mortimer oben in seinem Büro nochmal in riesig unter der Decke, glaube ich. Und wir haben es irgendwo auch schon klein gesehen. Let's see if the statues are in place yet. Wir alles? Ja, hier ist kein Karmelit drin, ne? Devil's Thorn. Ja, sag ich ja. That statue is not positioned correctly. In Richtung des Helden mit dem Schild war das, glaube ich, ne? Ja. Open Sesame. Das ist die Pandora-Sache hier, ne? Die sollten. Warte mal, kann ich nochmal gucken? So that's Pandora's box? An urn? Mother seemed worried that I was able to open it. I wonder why. Never ja. Mind. Now it's too late. Ja, das ist leider so. Das ist jetzt gerade wieder meine Sache mit der Gewandtheit. Dass ich gern wissen würde, weil ich Gewandtheit gesteigert habe, ob ich jetzt plötzlich irgendwie mehr Bücher hier rausziehen kann aus dem ganzen Spaß. Aber dem scheint nicht so zu sein. So, das ist der von Cäsar. Der Lorbeerkranz ist das, glaube ich, ne? Ihr habt es gleich geschafft, Leute. Ich muss bloß hier gucken. Hier ist nichts. Hier haben wir mit Emily gestanden. Ich habe übrigens nochmal über die Sache mit Emily und Emma nachgedacht. Ich befürchte, wir haben die falsche behalten. Und wir haben die echte Emily abgeknallt. Ärgerlich, aber jetzt nicht mehr änderbar. Weil ich habe auch den dummen Fehler begangen, liebe Leute, dass ich bei den Notizen, ne? Wir haben ja nichts bei Emma rausbekommen. Weil ich halt die Fragen auch immer nur nach vorn gestellt habe an die vordere Emily. Und wir haben halt mitgekriegt, dass ihre Schwäche Psychologie war. Das heißt, oder ich habe ja an der Stelle schon gefragt. Doof gesagt, weil es Zwillinge sind, haben die gleichen Schwächen und Stärken? Das Ding ist aber, wenn sie die gleichen Schwächen und Stärken hätten, würden die nicht auch direkt bei Emma stehen? Oder müsste man sie bei Emma separat rausbekommen? Das Ding ist, dass wir bei ihr, bei der vorderen Emily, die vor uns stand... Hm,
Also wir haben sie ja befragt und dann wurde gesagt, dass ihre Schwäche Psychologie ausgenutzt wurde. Hätten wir gewusst, dass die hinter uns Emma ist und ich habe falsch gehandelt in dem Fall. The Ring of the Nibelungs. Ach ja, even stimmt. If Mortimer is several centuries old, I don't see what part he has in this legend. Hier dreht man den zurück, ne? Ja. So, okay. Hier irgendwo. Oh. A fragment of amber. Ich den damals übersehen. Wie kann das denn? Given all the relics preserved here, it wouldn't surprise me if Mortimer claimed it was Excalibur. Das hier ist es, ne? Dann muss man schnell gucken, ob ich hier irgendwo dazwischen kann. Nee, ne? Nee, gut. So that's the exegesis of Judas. I hope Mortimer doesn't read it very often. Otherwise he's going to notice that someone's stolen it. But that's just too bad. I need it. Okay. Die Nägel, die Bibel, Turmzimmer vielleicht als nächstes, sodass wir halt nach oben gehen. Bibliothek. Das Turmzimmer ist einfach eins höher, ne? Warte mal, wir können ja hier. Turmzimmer. Genau, wir gehen einfach eins höher und dann gucken wir nach. Da soll die Bibel sein und die Amelisphäre und die Nägel. Hier war sie ja nicht. Hier kommen wir auch nicht weiter. Right. I've got what I need. Now let's not waste any more time. Wir können natürlich auch, wenn wir einmal jetzt im Erdgeschoss sind, das Erdgeschoss ablatschen und gucken, ob wir irgendwo was finden. Hier offensichtlich nicht. Es wäre gleichzeitig auch so ein bisschen eigenartig, wenn wir, wo die Große ist, auch die Kleine finden würden, wisst ihr? Ich guck trotzdem nochmal. Oh, hier. Haben wir schon. Das nur zum Beäugen. Das Bild. In den Garten will ich nicht. Da waren wir schon. Kann ich auch nur das Bild angucken. Der shiny Bücher. Okay. Wir hätten eigentlich nur hier da lang gehen müssen, aber wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen auch mal wieder in den Vorhof, Leute. Der Vorhof zur Hölle. Nee, wir machen das jetzt mal, um... Nicht, dass es vorne am Pier stand oder so. Ich erinnere mich nämlich überhaupt nicht mehr, wo ich es gesehen habe. Ich weiß nur noch, dass ich irgendwo den Satz mal gesagt habe. Vielleicht erinnert ihr euch und sagt jetzt, ah, stimmt, dann und dann war's. So, hier ist auch keine Kleine. Das nur Essen. Ne. Da waren wir. Hier ist auch nur Futti. Nix. Bis auf Schmetterlingis. Nichts zu finden hier. Gut. Der Raum ist auch clean. Jetzt sind wir hier. Jetzt gehen wir gleich mal hier nach... Ach, ich komme gar nicht mehr raus. Kann das sein? Dieses große Tor haben wir ja schon mehrmals beobachtet. Ja, betrachtet, meine ich. Und wir sind aber nie rausgekommen. Wenn ich nicht rauskommen sollte, kann ich den Typen ja mal fragen. Vielleicht lässt er mich raus. Oh. Wir können ihn ja gleich mal anquatschen. Goddammit, Orishi.
Are you joking or what? You sell me pipe dreams about Mortimer's project, and a few hours later, one of your allies completely breaks down. Is this what Mortimer's side is all about? What am I going to do now? Okay. Der hat ja nicht ganz Unrecht, ihn beschwichtigen. Und was ist mit ihm? Er hat mir den Krieg erklärt. Warte mal. Ach, Notizen. Immer wieder das Gleiche. Du heißt, wo bist du denn? Gedoy. Ich habe von dir noch keine Eigenschaft. Oh, there's no need to get on your high horse. We have both had our share of little surprises. You didn't warn me that you were going to declare war, now did you? Yes. No, but I... No one could have predicted that Peru would react like that. Now what's done is done. It makes no difference to us. What can I do for you? I'm dreaming. My mother was right. He's not going to tell me one word about what happened to Emily. To tell you the truth, I'm in search of an armillary sphere. You wouldn't know where I can find it, would you? Well, well. So you do have a passion for astronomy. Von Wollner has already bored me quite enough with all of his endless stories. You ought to concentrate, Louis. Politics is an art that requires all one's attention. Refrain from spreading yourself too thin and leave stargazing to the poets. What can I say? I'm only... Ask Wollner. I'm sure he must have it among his effects. Perfect. Thank you, my Lord Duke. Leave me now. See you later. Okay, so viel zum Vorhof. Ich möchte... Oh ne, ist nur Feuer. Ich dachte, da guckt irgendwas vor. Ich möchte trotzdem probieren, ob ich noch raus kann. Ne, kann ich nicht. Oh, es liegt daran, weil Nacht ist? Keine Ahnung. Okay, also brauchen wir theoretisch gar nicht weiter hier rund gehen. Sondern können gleich hinauf, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Außer wir wollen mal im kleinen Salon und so gucken. Dürfen wir? Dürfen wir. Ob wir dort noch irgendwelche Schriftstücke und, okay, hier ist Napoleon. Wir können ihn ja auch einfach fragen. Keine Ahnung, ob er auch nach der Amelasphäre fragt oder nach irgendwas anderem. Ein Buch zum Gucken. Chronicles of the Amber Princess. As I recall, Dorkin was my favorite character. Haben wir uns schon mal angeschaut, das Buch? Okay. Wir hauen mal Napoleon an. Mal sehen, was er uns sagt. Not too shocked. I beg your pardon? About Peru this morning. I asked you if you weren't too shocked by it all. Yes, of course. I still can't believe it. And neither can I. How could he do that to us? There are increasingly fewer and fewer of us on Mortimer's side. I don't see at all how we are going to win the conference. Tell me. I was wondering. Ja, der wird uns ja genau das Gleiche sagen, oder? Wir fragen einfach trotzdem. You wouldn't know where to find an armillary sphere, would you? Do you really think this is the right time? Oh, ask Wollner. I am sure he will know. What with him being passionate about astronomy, you ought to get on fine together. Leave me now. I need to think of a solution. Okay. I won't keep you any longer. See you later, Monsieur. Das ist wahrscheinlich, falls wir... Wo ist er hin? Falls wir den anderen nicht getroffen hätten oder so. Aber dass er sich jetzt direkt in Luft auflöst? Okay. Wir gehen trotzdem nochmal die Komplettrunde. In der Hoffnung, dass irgendwo was mal liegt. Was wir verwenden können. Ist schon leer, die Kiste. Gut, an der Tür waren wir schon vorbei. Hier liegt nichts auf dem Tische und auch nichts auf den Stühlen von neuen Sachen.
Okay. Nichts zu finden hier. Dann können wir geradezu direkt gehen, das ist richtig. So, hier in dem Raum wird sich ja auch nichts getan haben, denke ich zumindest. Hier kommen wir auch nur in den Garten, aber die Stelle kennen wir ja auch schon, ne? Ja, das ist einfach die hier an der Seite. Haben wir schon das Item, ne? Ja, haben wir. Da hat mein Triggerfinger wieder zweimal zugeschlagen. Wo sollen denn die ganzen restlichen Zettel sein, Leute? Das bringt mich halt auch so ein bisschen zum Verzweifeln. Ich will ja schließlich... Ah, das können wir mitnehmen, oder? Nee, auch nicht, Erdsternchen. Ich will ja schließlich, skillen können auch. Und das können wir dann mal am Ende des nächsten Kapitels halt nicht, wenn nicht. Oder wir können schon, aber nicht so viel. Wir haben nur noch ein Buch, was uns zur freien Verfügung steht. Und hier fehlt uns jeweils die Seite. Boah, ich hoffe, die finden wir noch, ey. Ansonsten ist das halt echte Verschwendung. Aber wo könnte die denn sein? Wir können ja erstmal zu Wöllner gehen. Wo war denn Wöllner? Hillsborough, Bonaparte, Peru. Wöllner, wir stehen quasi direkt davor. Mach dir nur nicht die Mühe zu knopfen. Okay, und der hat also so ein Ding hier irgendwo stehen. Und gleichzeitig mal gucken, ob er noch Notizkram hat. The signs of obscurantism. Wir haben ihn doch letztens hier draußen auf dem Balkon liegen sehen, ne? Wo ich vor ein paar Folgen, wo er überhaupt nicht drauf reagiert hat. Und ich mich noch aufgeregt habe, warum wir da nicht drauf reagieren, dass er da draußen auf dem Balkon liegt. Das ist kein Papier. Hier ist die Kleine. Okay. Aber warte mal, wir gucken erstmal hier. Nix am Bücherregal. Und doch sonst nichts zu lesen für uns. Schade. Okay, dann holen wir das gute Stück mal. In Armillary Sphere. Perfect. That will save me some time. I only hope that he isn't going to realize it right away. Jetzt will ich aber mal gucken, ob der immer noch auf dem Balkon liegt. Das Ende. War das hier? Oder war das woanders? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Sind wir hier zufällig schon beim Turmzimmer? Turmzimmer. Ne, wir sind genau bei der anderen Seite. Die da gar nichts gewesen. Ist doch Turm jetzt, ne? Ja. Ah, Louis. Glad you're here. Blasted. He's gonna talk about my mother. Come was? And see what I've found. There are pieces of paper in the ashes of the chimney. Someone's been burning something here. Incredible. He doesn't seem to want to speak to me about what happened between my mother and the Hillsborough sisters. Show me a little. Look, it's possible to distinguish two different writing styles. The rest of the correspondence between my mother and Emma. Someone tried to burn an exchange of messages. I'm certain there must be more. Shit. What on earth is he doing? Ich bin mega irritiert.
Konzentrationskosten aus der Fassung. Warte mal, gegen was ist ein Ärger, Dings, sag ich. Ist das gerade Absicht, dass ich zweimal im Raum stehe? Oder ist das ein Fehler? Wo ist er denn? Washington. Immun gegen Politik. Er ist ein Politiker, da wird er doch auch immun gegen Manipulation sein, oder? If you want my opinion, a servant must have burnt some old papers, that's all. Why, of course. You very nearly made me think that you were trying to hide something, Lily. No, I'm sure there must be other hidden messages. He won't let go. He's going to work his way back to the Bible if he continues. Oh nein, es ist ein Bug. Deswegen steht der jetzt hier so dahinter. Ah, Leute, wir müssen hier mal raus aus dem Spiel. Ich gehe mal zurück ins Menü. In der Hoffnung, dass wenn wir reingehen, dass nur noch ein Louis da ist. So, jetzt machen wir... Nee, sie stehen immer noch beide da. Wir müssen vielleicht sogar komplett aus dem Spiel gerade hier rausgehen. Ah, ich hoffe nicht, dass... Wartet mal, ich warte gerade in Steam, dass es anhält. Ihr hört gerade nichts, das ist vollkommen richtig. Also ihr hört meine Stimme, aber sonst hört ihr nichts. Ich hoffe, dass wenn wir wieder reingehen ins Spiel... dass da nur noch ein Louis da ist. Ich sehe aber auch gerade, wir sind schon wieder bei 22 Minuten gleich angekommen. Das heißt, ich werde auch gleich eine Pause machen. Ich weiß nicht, was ich tun werde, wenn jetzt immer noch zwei Louis dastehen, weil dann ist unser Spielstand im Arsch. Was machen wir denn dann? Ich spiele doch nicht nochmal alles von vorn. Um Gottes Willen. Hui, das war knapp. Okay, liebe Leute. Wir haben von Washington was aufgedeckt, nämlich, dass er immun gegen Manipulation ist. Na, supergeil. Ich habe jetzt auch, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht aufgepasst, was er wollte. Dante's Paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. Okay. Ah, das ist hier mit dem Bibelkram und so. Ich erinnere mich, wo mein Lieblingsrätsel gewesen ist. Wer hat denn den ganzen Kram jetzt hier mit Tüchern abgedeckt? A chest with the occult symbol representing air. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Oder beide Schlüssel? Den linken Schlüssel nicht. Goldelixier, das ist schon mal jetzt wieder aufgefüllt. Das haben wir ja gerade verwendet. Goldelixier Inventar ist voll. Oh, Bernsteinstück. Sehr schön. Aber das war's auch. Okay, besser als nichts auf jeden Fall. Warum ist das hier gerade so dunkel? Warum macht denn niemand Licht an? Okay. Hier ist die Bibel. Ich habe ein bisschen Angst, dass es was auslöst, wenn ich mir das nehme. Deswegen lasst uns mal kurz... Ah, das haben wir voll, okay. Irgendwas von den Büchern kann ich da jetzt mitnehmen? Nee. Die Bücher werden auch nicht mitnehmensmöglich aus. Okay. Gut, Leute, dann schnappen wir uns die Bibel. Oh, the Bible's still there. Kann ich nochmal mit Washington reden? Hey, look, there. Hmm. No, I don't see anything. Come, Louis, look. Someone's clearly drawn a 4 in the dust. I have a clue.
he's going to be disappointed when he sees the Bible's disappeared. Okay, der versucht das Rätsel zu lösen, aber das mit der 4 ist das Einzige, oder kann ich noch irgendwas anderes mit ihm machen? Hey, look, there. No, I don't see anything. Come, Louis, look. Someone's clearly drawn a 4 in the dust. I have a clue. He's going to be disappointed when he sees the Bible's disappeared. Na gut, mehr können wir also nicht mit ihm machen. Ich war durch den Bug nur geistig halb anwesend, als es darum ging. Das habe ich aber, glaube ich, schon am... Nee, wir haben noch gar nicht eine Folge beendet. Ich wollte gerade sagen, das habe ich, glaube ich, schon am Ende der letzten Folge gesagt. Aber das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Das Einzige, was jetzt noch offen ist, liebe Leute, ist oder sind die Nägel. Und die finden wir, wenn wir die Treppe hinaufgehen, hier oben im Büro von Mortimer. Habe ich denn irgendeine Eigenschaft hier gerade eine negative bekommen? Vorsichtig? Nee. Nee. Peru. Lady Hillsborough, Konsul, Konferenz Manuel Godoy. Todisch. Wir haben irgendeine Eigenschaft bekommen. Aber ich weiß nicht, welche, muss ich zugeben. Wir haben es ja gleich durch. Nee. Hinweise der Mutter, Piaggi, Elisabeth. Wissbegierig, Piaggi, Detektivklasse, Muttergott. Wahrscheinlich war es dann hier irgendwas, was ich noch zusätzlich gekriegt habe, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was hier unten. Ein Punkt für Ablenkung. Immunitäten und Schwächen von Emily. Oh, von Emily haben wir alles aufgedeckt? Ah. Interessant. Habe ich gar nicht so mitgekriegt, dass wir das haben. Die hat auch nur 3 Eigenschaften. Ich habe versucht, vielleicht hier, weil ich versucht habe, Manipulation einzusetzen. Ich bin nicht ganz hundertprozentig sicher, liebe Leute. Aber es ist ja auch gar nicht so super duper wichtig. Ich bin gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Ich würde sagen, wir machen jetzt wirklich eine Aufnahmepause. Dann gehen wir hoch in Mortimers Zimmer und wir schauen, wo wir die Nägel finden. Ah, die Nummer war 6466, ne? Und 1191. 11. Wartet, 1191. Und ich muss 6466. Ja, es müsste so genau so gewesen sein, dass wir wieder rauskommen und nicht nochmal die gleiche Kacke erleben, obwohl es dafür bestimmt eine Errungenschaft gibt für so viel Blödheit. Okay, liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dann. Tschüss.